YouTube, hallo, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Fahrrad. Ach nee, 10 Days to Die. Wir sind unterwegs mit unserem Rad. Wo ist das Hühnchen? Oh, zwei Hühnchen. Oh, drei Hühnchen. Okay. Das nehme ich doch gerne mit. Na, wo sind die denn? Die spawnt das Rad, wenn man so weit weg ist davon. Oh Mann. Also diese Hühner, manchmal sind die 3 Meter vorhin. Ich finde, die Anzeige müsste irgendwie eine Entfernungsangabe oder sowas haben. So macht das manchmal gar keinen Sinn. So, wo bist du jetzt, Hühnchen? Alter, ist am anderen Ende der Stadt oder was? Da ist es. Endlich. Oh, ich weiß, was wir nicht dabei haben. Ein Messer. Dann müssen wir uns kurz eine Knochenklinge machen. Wir brauchen mehr Knochen. Das ist das, was fehlte. Shit. Naja, gut. Man kann ja nicht alles haben. Und was man nicht im Kopf hat, hat man in der Bene. So ein Ding nämlich. So, da ist noch eins. Jawohl. Das war doch mal ein schöner Treffer. Außerdem haben wir eh noch die Aufgabe, mit der Knochenklinge Tiere auszunehmen. Und da ist es abgeschlossen, aber ja. In der Not frisst der Teufel Fliegen, nicht wahr? Wie man so schön sagt. Oder auch Nester. Ah. Jawohl. Die Welt befreit von der Hühnerplage. Sehr schick. So, dann können wir, glaube ich, auch wieder aufs Rad steigen. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? 132. Ach, ja. Manchmal ist es ein bisschen laggy mit dem Rad. Und die Steuerung ist so ein bisschen, naja, gewöhnungsbedürftig. Da ist ein Norden. Da ist eine Stadt, da wollen wir hin. Genau. Da ist die Straße. Und die ballern wir mal bis zum Ende durch. Bis zum Ende der Straße. Oh. Hm. Oh, fast da unten rein. Vielleicht sollte ich lernen zu bremsen, bevor ich vom Rad springe. Ist aber vielleicht gar nicht schlecht gegen Hunde und sowas, dass wir hier uns einfach von den dann entfernen können. Wobei ich fast glaube, so viel schneller ist es gar nicht. Können wir die überfahren? Aber will ich mir ein Rad kaputt machen? Nee. Hier, Gears. Hier waren wir ungefähr auf der Höhe. Und hier wollten wir noch eventuell rein. Bread Residence. Aber ich will erstmal nach ganz hinten fahren. Mouse Grocery. Hm. Wir können auf jeden Fall Munition noch haben. Okay, den hatten wir schon ausgenommen. Ich
Hier sind nämlich auch noch Gebäude. Used Sail, okay. Gebrauchtdinger, Camping Gear. Oh, da ein Working Stiff Tool. Und eine Gas Station. Bei Working Stiff bin ich interessiert. Genauso wie der junge Herr, aber das gehört mir. Ich habe zuerst gesehen, wer es zuerst sieht, findet's. Dem gehört. So rum. Weg mit ihm. Wir brauchen noch eine neue Ranch. Bücher gehen auch immer. Pflasterstein auch nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht wirklich. Das Lootglück. Eisen. Oh ja, Eisen brauchen wir auf jeden Fall. Lehm ist auch nicht schlecht. Die Ranch habe ich auch nicht dabei, nicht? Ich kann also keine Autos und so auseinandernehmen. Aber warum sind wir denn so unvorbereitet los? Wer von euch ist da schon wieder dran schuld? Oh Mann. Ich guck lieber meinen Spiegel. Ich glaube nämlich, diese Person ist schuld. Guten Tag. Quick Cup. Oh oh. Jetzt werden wir herausfinden, wer schneller ist. Er hat uns direkt auch gebrochen. Ich habe vergessen, nämlich Shift zu drücken. Ich weiß nicht, ob ich aufhören sollte zu fahren. Vielleicht an irgendeiner Stelle, wo wir einen Höhenvorteil kriegen. Können die uns riechen? Jetzt haben wir da auf jeden Fall einen freilaufenden Hund. Na, klasse. Und ein angezwackeltes Bein, 6 Minuten lang. Wir dürfen gar kein Rad fahren. Und hallo Kevin Peter, welcome back. Da ist er ja wieder. Ja. Same. Und ich habe diesmal wieder ein gebrochenes Bein. Nichts Neues hier. Ein Hund wollte an uns snacken. Ich glaube, das Fahrrad verleiht einen dazu, risikoreicher zu sein, obwohl man es nicht sein sollte. Ah, da. Das wollte ich eigentlich. Oh, Hühnchen. Na, sag mal. Geht doch. Du hast dir den Ranzen verbrannt im Urlaub. Oh oh. Tja. Das ist nicht gut, würde ich sagen. Aber immer noch besser, als vom Hund gebissen zu werden. Oder diese Figur hier. Als Nachbarn zu haben. 111 Federn ist auf jeden Fall nicht schlecht. 130 sogar. So, haben wir noch ein Hühnchen? Ne, einen Hasen. Wo ist das Rad? Da. Ich hoffe, der Urlaub ist trotzdem einigermaßen. Ja. Manchmal steigt er nicht sofort auf. Ich dachte gerade, da steht ein ganz komisches Reh, aber es ist ein Einkaufskorb. Ah. Ja, wir können auch Sachen im Fahrrad lagern, nicht? Das habe ich ja noch gar nicht bedacht. Und wir sind viel schneller wieder zu Hause, habe ich auch noch nicht bedacht. Lädst du die Videos eigentlich nochmal auf YouTube hoch, habe den Blutmumm verpasst und jo, Urlaub geht soweit. Das, ja, also erstmal für alle nochmal, Hallöchen, ihr könnt den Livestream jederzeit nachgucken.
eigentlich alle Livestreams bis 2018 runter sind noch hier auf der Plattform unter Livestream zu finden. Ansonsten, wer lieber folgen mag, ich lade das auch in Einzelaufnahmen hoch. Deswegen hallo an die Zuschauer, die das hier gerade sehen im Nachgang. Genau, ein Rundumschlag. Und für alle Fans des Short-Contents wird es in ein paar Wochen dann sogar Shorts von diesen Runden hier geben. Wenn irgendwas Lustiges passiert ist. Ah, das mit dem Hund zum Beispiel wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Hätte ich das aufgenommen. Aber habe ich wieder mal nicht dran gedacht. So, bis hierhin sind wir gelaufen das letzte Mal. Da muss man halt nur gucken in der Playlist, wann der Blutmond kommt. Wobei die Einzelfolgen jetzt auch erst starten mit Folge 1 am 7.9. Da kommt noch eine Stadt. Ja. Das bisschen treten, komm. Rest Area. Ah, ist jetzt auch nicht gerade die größte, nicht? Und doch schon sehr weit weg. Sehr weit. Aber den Krankenwagen da vorne nehmen wir auf jeden Fall mit. Und vielleicht diese schöne Tasche hier. Entschuldigen Sie, das ist mein Rad. Auch wenn das Rad so aussieht wie ihrs, ist es meins. Wirklich, da hat man, kaum hat man ein Rad, sind alle interessiert und Freunde. Naja. Was aber eine komische Krankenschwester. Ach, der hatte das Zeug da. Bücher auch immer gut. Aber wir müssten jetzt 4 Minuten nicht Rad fahren. Dann kann ich es kurz mal einpacken. Nee. Einpacken, danke. Also und rennen darf ich nicht. Dann können wir wenigstens das Dorf hier so ein bisschen aufdecken, nicht wahr? Ja, also der Blutmond auf jeden Fall gestern war relativ entspannt, nicht wahr? Wir haben alle 10 Tage Blutmond, für die, die sich fragen, wieso 21, da wäre doch jetzt erst Blutmond. Nein. Wir haben 10er Tage, alles ein bisschen entspannter für den ersten Run. Und ja, mal gucken, ob wir dann nochmal eine zweite 7er-Runde dann irgendwann machen. Und der hat Durst, der Junge. Das kann er haben. Essen kann er auch kriegen. Hier waren normalerweise keine Zombies. Aber Klebeband. Sehr geil. Ja, wirklich, muss uns der eine Hund auch direkt so erwischen. Und uns das Bein wegschallern. Okay, können wir noch lesen? Das kann hier auch noch unten rein. Der Rest kann ja dann ins Rad, wenn wir zurückfahren. Junkin haben wir auch in der anderen Stadt noch. Ich glaube, auch hier gibt es nicht wirklich so die Sachen, wo man sagt, wow, deswegen müssen wir hierher. Kein Working Stiff Tool, kein Laden für Waffen oder so bisher. Schöner Mist.
Na komm her. So. Eigentlich komisch, nicht? Wie kann man eigentlich Untote töten mit Pfeil und Bogen? Sie sind ja untot. Eigentlich kann man sie doch nur so extrem unfähig machen, sich weiter zu bewegen. Aber eigentlich kann man sie ja nicht auf diese Weise töten, nicht? Selbst wenn die Verbrannten noch Zombies sind. Da ist doch wieder hier irgendwo ein Hund. I smell dogs. Klappt viel besser mit der Verzögerung. Ja, ich habe so einen Quick-Mode entdeckt. Der geht, solange man nicht 2K oder aufwärts streamt. Und der scheint zu klappen. Okay, hier hinten gibt es auf jeden Fall interessantere Gebäude. Obwohl, das haben wir auch. Kirche haben wir auch. Aber hier geht es auf jeden Fall noch weiter ein Stück. Noch eine Minute. Dann können wir wieder Rad fahren. Das hilft hier auch nicht, oder? Ich glaube, da hilft gar nichts, oder? Gegen angeknackste Verstauchung. Ich hoffe, dieser Frosch im Hals löst sich gleich mal. Ich hasse es, wenn das nach dem Essen so ist. Also nicht wundern, warum ich so eine kratzige Stimme habe. Denn das Essen kam heute viel zu spät, auch wenn es sehr lecker war. Aber ich hatte heute so viel zu tun. Ich habe mein Rad abgeholt. Das hat alles funktioniert wunderbar. Aber neue Reifen mit einbauen hat dann doch echt 150 Euro gekostet. Dafür haben wir jetzt unplattbare Reifen mit 6 statt 3 mm. Bedeutet, oh, wir können wieder rennen. Bedeutet, wir können auch dann in Zukunft besser fahren, wenn was passiert. Das ist mir auf jeden Fall eine Lehre. So, okay, das ist Modifikation. Aufbewahren. Ja, da packen wir so Zeug rein, was nicht so stackt vielleicht. Was kriegen wir noch nicht so oft? Das Zeug. Hier. Sag mal, was ist hier los? Oh, der fährt ja mal dahin, wo die Maus hinguckt. Oh, das ist nervig. Das muss ich mir echt umstellen, weil ich will ja nach hinten gucken, was da los ist. Und bin es halt gewohnt, dass man von anderen Spielen währenddessen weiterfährt. Da ist noch ein Vogelnest. So, 15.27 Uhr. Wir müssen auch... Da war noch eins. Jetzt ist egal. Auch irgendwann zurückfahren, darf ich nicht vergessen. Das wäre ja heute mehr hier Erkundung. Und ohne eine Ranch nicht die Autos abwracken. Auch eine doofe Idee. Bücher auf jeden Fall immer gut. Wenn ich die linke Maustaste drücke, geht das weg. Ah, super. Oh, danke. Das ist echt, ja, viel besser. Na, werdet ihr wieder zu Leben erweckt? Hier, da haben wir doch mal was. Okay. Oh ja, die Stelle ist gut. Bowling. Hier haben wir am Working Stifting. Forever Video. Hier hinten die Stelle ist besser. Na, sag mal. Da ist ein Hühnchen unten.
Aber das hat mich wirklich genervt. Da kommt man aber auch nicht von alleine drauf, den Linksklick zu drücken. Da sind zwei Hühnchen. Ja, aber die sind mir zu weit drin. Wir wollen hier in das Stiff-Dingens. Zack. So. Steht auch nirgends. Ja, das sind so die kleinen Probleme, nicht? Die Spiele manchmal haben. Wichtige Funktionen, die denn doch so versteckt sind, dass man sie schwer findet. Oh, hier ist diesmal offen. Sehr interessant. Oh, ich hatte auf jeden Fall einen richtig geilen Erdbeer-Shake heute. Der war wirklich exorbitant gut, aber auch exorbitant teuer. Irgendwas läuft da drin doch. Ich hoffe, das Fahrrad despawnt nicht. Da habe ich so ein bisschen Schiss, dass es nach 3 Minuten despawnt. Und hallo Helena, auch du wieder da. Schön. Hoffe, dein Tag war auch gut und du hast dich nicht verbrannt im Urlaub. Da sind sie endlich. Guten Tag. Ist das Ihre Abteilung? Anscheinend. Ist ja eklig. Wow. Ja. Entschuldigen Sie, Manager, aber sie war leider keine gute Beratung. Ja, beim nächsten Mal stellen Sie besseres Personal ein. Vielen Dank. Mein Gott. Dein Tag war gut, das ist schön. Meiner theoretisch auch. Fahrrad geht wieder und Co. Aber Essen kam zu spät. Generell viel zu tun gehabt. Das ist dann immer blöd. Der Laden hat mir beim Start den Arsch gerettet, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil so viel Wasser hier drin lag. Kann ich despawnen, selbst wenn du offline bleibst? Ah, das ist sehr gut. Weil eine Holzfäller-Axt habe ich so mal verloren und 100 Pfeile haben wir so verloren letzte... Vor der Blutmondnacht. Vorletzte Aufnahme war das. Fand ich nicht so lustig. Na? Wie spät ist? 17 Uhr. Müssen wir schon zurück? Nee. 18 Uhr oder so, nicht? Bisschen können wir noch. Ich glaube, die wichtigsten Sachen, bevor wir da hinten rum müssen, haben wir auch. Den können wir auch zerlegen. Das brauchen wir nicht. Hatte ich nicht noch ein Buch gerade gesehen? Na, anscheinend nicht. Okay, hier waren wir eh, die waren tot. Farbe. Ah. Nicht uninteressant. Kaffee. Oh, komm, trinken wir. Kartoffel. Man wird schon richtig picky, selbst bei guten Sachen. Komm, die Suppe benutzen wir.
Das ist, wenn man zu viel Nahrung hat, nicht wahr? Komm hier, Maissamen gegen Essen. Hier wäre doch richtig Party, nicht mit Hund und so. Dann machen wir lieber zu. So, und dann lassen wir sie das mal aufkloppen. So. Ich glaube, da waren gar keine Zombies, oder? Gut, wir müssen wahrscheinlich oben rüber. 2,4 Kilometer müssen wir zurück. 18 Uhr. Let's go! Ah. Ist jetzt aber auch nicht so, dass wir unbedingt hierher fahren müssen, nicht? Da würde ich eher in die Stadt in den Süden fahren. Das ist genauso relevant. Und da kriegen wir die gleichen Gebäude in etwa. Ja. Ich fahre über die Straße, oder? Ich glaube, das geht am besten mit dem Rad. Da irgendwo durch die Wälder und dann kommt auf einmal eine Lücke. Ist vielleicht nicht so geil. Ja, Kartoffeln, Co. Brauchen wir auch nicht. Beer and Liquor, da können wir auf jeden Fall mal rein. Kirche, eventuell auch. Wir haben immer noch keine effektive Waffe gegen Hunde. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Und der Hund hat echt 11% vom Rad kaputt gemacht, der kleine Kacker. Mmh. Fies. So, aber jetzt müssen wir uns überlegen, wir haben Zement. Ich muss jetzt mal gucken, was wir für Sachen aus dem Stein und so herstellen können. Ja, ich werde einfach weiter. Denn wir wollen einen Verteidigungstower bauen. Der ein bisschen besser abgesichert ist. Also dieses Monstervieh, was uns letzte Horrornacht angegriffen hat. Ich glaube, das will keiner von uns im Bett zum Kuscheln haben, oder? Von daher müssen wir da eine effektive Verteidigung irgendwie bauen. Das Problem ist, das kann ja überall drüber springen. Und wenn ich... Oh. Und wenn ich aber irgendwas wie eine Wand baue, kann ich es ja nicht auf das Ding schießen. Vielleicht brauchen wir so einen Verteidigungsgang, der über den Zombies entlang läuft. Und gar keinen richtigen Turm oder so. Den Turm nur zum Zurückziehen, dass wir uns von da abhauen können. Und dann so ein Gang, wo man zur Not im Kreis rennen kann oder irgendwas. Der so drei über den Zombies hängt. Hm. Das Problem ist nicht, durchlässiges Material mit Haltbarkeit zu kombinieren. Das könnte ein Problem werden. Okay. Ich darf nicht so viel sammeln. Aber wir müssen ein paar Pfeile müssen wir wieder auffrischen, damit wir die beim nächsten Mal haben. Deswegen, wenn die hier schon so gut rumliegen, dann nehme ich es auch gerne mit. So, 29 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns nach dieser Nacht wieder und... Wir haben noch einen Punkt verfügbar. Ja, den sparen wir uns noch auf, oder? Den vergeben wir irgendwann später. War das hier der Trader? Hier ist ein Trader. Guck einer an. Hier war ein Nest. Da. Den haben wir ja komplett übersehen. Aber gut, hier waren wir auch noch nicht. Ah, deshalb. Ups.
Ah, hier wäre der Hund irgendwo. Dann fahr. Oh, ja, ja, genau da war der Hund. Nee, nee, nee. Nicht mit uns. Beißt er mich einmal, bin ich der. Beißt er mich einmal, ist er der Idiot. Beißt er mich zweimal, bin ich der Idiot, nicht? So sagt man doch. Guten Tag, Sie können nicht mitfahren. Nehm keine Anhalter mit. Okay. Macht einfach den Michael Jackson das Rad. Ich glaube, davon geht's auch ein bisschen kaputt, nicht? Ist nicht gut, was ich hier mache. Noch ein Coffee Chat. Die Polizei waren wir auch schon drin. Da haben wir den Polizisten eingesperrt. Ah, ich fahr mal außen rum. Also, Fahrrad ist auf jeden Fall schon eine mächtige Sache. Wir kommen auf jeden Fall wesentlich besser zu Rande, schneller weg und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.